Hallihallo, meine Leute, und willkommen zu einem kleinen, naja, wir machen so schön einen Vlog. Und zwar bin ich gerade dabei, wer es noch nicht auf Instagram gesehen hat, dabei, meine Videos hochzuladen. Sie werden ab heute, ja, das Video, was ich jetzt aufnehme, wird auch noch heute kommen, ab heute, den 13.01.2015 um 8 Uhr beginnen. Ich weiß nicht, ob wir uns erkennen. Nee, kennt man nicht. Ab 8 Uhr. Und das sind mittlerweile 15 Videos. Darunter das ganze Pokémon Ruby Destiny Projekt, was beendet wird. Jetzt im Laufe dieser Woche. Ja, das wird beendet. Diese Woche ist es zu Ende. Ja, am Sonntag um 21 Uhr kommt der letzte Part raus. Yep. Warum am Sonntag um 21 Uhr? Das liegt daran, hier, der letzte Part, Part 45, das liegt daran, dass ich mir einfach gedacht habe, okay, ich habe ja noch zwei Metroid-Parts, die ich wiederum am Samstag hochladen kann, um 12 und 18 Uhr, also warum nicht Pokémon Ruby Destiny Part 45, erst am Sonntag hochzuladen um 21 Uhr, wenn die meisten eh wieder online sein werden. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, nimmst du noch vorher, bevor du nach Berlin fährst, ein kurzes Infovideo auf und lädst es dann auch sofort hoch, damit die Leute Bescheid wissen. Wie gesagt, ich habe ein Bild eben noch gemacht, wo ich, ne, da hier oben, ja, dieses 0 von 15 Videos hochgeladen, fotografiert habe, damit ich das auf Instagram noch hochladen kann. Und wir haben es mittlerweile, oh Gott, unscharf, 1:01 Uhr, aber hier kann man es besser sehen, 1:01 Uhr. Ja, ich bin nebenbei noch am Pokémon zocken, und zwar trainiere ich mein Team, bestehend aus, falls man es jetzt überhaupt sieht, ich glaube eher nicht, nein, sieht man nicht, oder? Ah, doch, so sieht man es. Bestehend aus Logok, Bisaflor, Metacross, Gengar, Absol und Brutalanda. Jo, das ist mein nächstes Team, was ich trainiere, so, also, Brutalanda und Gengar sind eh schon Level 100, aber ich meine jetzt eher so die anderen, so Gengar, nee, Gengar nicht, Brutalanda und Gengar sind Level 100, so Logok und Bisaflor und die. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem Vlog, den ich für Berlin geplant habe. Und der beginnt natürlich auch nachher in genau 3 Stunden. In 3 Stunden müsste ich eigentlich wieder aufstehen, aber ich mache die Nacht durch und lade extra für euch hoch. Ich lade extra hoch für euch. Also, ne, seid mal ein bisschen nett, ne, und seht euch meine Arbeit an, die ich extra für euch mache, für Berlin. Ich fahre nach Berlin. Sag ich auch, glaube ich, in irgendeinem Part, der jetzt da kommt, weiß ich nicht, kann sein. Ich habe die nämlich in den Weihnachtsferien aufgenommen. Und wollte es eigentlich schon lange hochladen. Kam ich aber noch nicht dazu. Und deswegen lade ich sie jetzt hoch. Wer mich in Berlin sieht, ich meine, ne, es gibt einige Leute, die folgen mir natürlich auf Instagram und wissen, wie ich aussehe. Wer mich in Berlin sieht oder auch mein Vlog dann verfolgen wird, und mich dann dadurch in Berlin sieht, der darf mich gerne ansprechen. Und wir können dann wieder Fotos zusammen machen. Oder irgendwelche, naja, Autogramme und so. Ich habe zwar nicht die beste Unterschrift, aber egal. Wayne. Aber was ich auch noch geplant habe, was ich noch mache gleich, ist, Jo. Top. Ja, meine Programme da, links in der Ecke. Ist, ja, wenn es jetzt mal aufmacht, los, mach auf, sei brav. Ja, mein Netbook, was ich hier stehen habe, ist ein bisschen langsam. Dadurch, dass ich jetzt gerade am Hochladen bin und jetzt hier noch was am Aufmachen bin.
Und ja, es ist 1.03 Uhr, das heißt, das ganze Video hat vor 5 Minuten angefangen. Und da war es nicht so ganz so spät, eigentlich. Da war es noch 0 Uhr irgendwas. Und irgendwie will das nicht aufhören. Doch, doch, jetzt lädt er. Lädt und lädt. Und da gleich noch ein paar Bluetooth-Verbindungen sind, werde ich jetzt mal gerade umswitchen auf mein DS. Yay! Ich habe da mittlerweile fast alle Teile, also von dem Poké-Teil da. Metroid habe ich zwar nur Part 8 und 9 geschafft zu rendern, aber ich habe bis Part 15, bis Part 15 aufgenommen. Das heißt, da wartet noch ganz viel. Also, ne, für 6 Videos müssten eigentlich da noch kommen. Also sind wir so bei 21 Videos, aber ich habe es nicht mehr geschafft, jetzt vor Berlin die anderen 6 Videos zu schneiden. Ich war nämlich die letzte Woche sehr viel unterwegs. Und ja, jetzt würde ich sagen, warte ich nur noch darauf, dass das hier alles verarbeitet wird. Und dann kann es auch morgen, sag ich schon, heute früh beginnen mit dem Part 33 Pokémon Ruby Destiny Rhyme of Legends. Ich habe meinen Instagram-Link auch noch dazu gepackt. Den hatte ich nämlich noch nicht dazu gepackt. Aha. Also, das heißt Instagram-Link, mein Namen, einfach nur. Wie auch sonst alles in der Infobox, ne, wie es da steht. Facebook, Twitter, AskFM, Instagram, mein Blog ist auch noch da. Ja, der existiert auch noch. Und dann habe ich noch eine nette Homepage von einem anderen YouTuber und natürlich den Chatroom verlinkt. Das darf ich. Ich habe ihn extra gefragt. Und er hat gesagt, okay, ja, darf so machen. Und dann hoffe ich mal, dass auch ein paar neue Leute in diesen netten Chatroom kommen. Und falls ja, dann könnt ihr entweder sagen, von wo ihr kommt. Ob ihr jetzt eher von seiner Seite herkommt oder von meiner. Also, ne, ob ihr jetzt auf den Link gestoßen seid von meinen Videos her, weil ich den dann eingebaut habe. Oder halt von ihm. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher, wenn ich meinen Vlog anfange. Ich hoffe, mein Internet ist auch gut genug zum Hochladen. Aber wir haben im Hostel, wo wir hingehen, WLAN. Ich bin nun mal gespannt, wie das auf der Zugfahrt wird. Also die Zugfahrt von mir, also von meinem Wohnort zum ersten Haltepunkt, könnte ich noch machen, weil da sind noch keine Klassenkameraden dabei. Aber die andere Zugfahrt von dem, in dem seine ersten Haltepunkt nach Berlin, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber ich werde gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Bis dann und ciao, euer Marci, haut rein.